Status. So, kurz absichern. Na toll, ich hätte einfach bloß hier lang gehen müssen. Da, super. Nein, nur eins, oder wie? Habe ich da schon Lack drauf? Fortune 1, Fortune 2. Moment, nein, das muss jetzt damit gemacht werden. Halt, nein, direkt. So. Nicht viel, aber etwas. Habe ich da jetzt eigentlich schon irgendwie... Ne, habe ich auch nicht Looting drauf bekommen. Ist es denn so schwer, Certus zu finden? Sapphire. Hier war ich schon überall. Da oben noch nicht. Ich habe jetzt auch nicht mehr die Höhe im Kopf, in der es Certus auf jeden Fall gibt. Auf jeden Fall unter 64. Und danach weiß ich auch nicht mehr. Ne, dann ist die Höhle hier eigentlich so ziemlich aufgebraucht. Ne, ich habe hier noch, wenn ich auf die Minimap schaue, irgendwie noch einen dunklen Gang. Certus! Sehr schön. 13. Ja, es ist immer noch nicht die Welt, aber es wird mehr. Was haben wir hier? Silber. Wohl, Silber sollte ich fast mitnehmen. Was ist dahinter? Laut Minimap müsste dahinter noch was sein. Minimap sei Dank. Da haben wir auch gleichzeitig Uran. Von Q-Craft habe ich noch gar nichts gefunden. Jetzt bin ich noch nicht weit genug weggeflogen. Oh, Fledermaus. Ach, Morphmod gibt es hier nicht, gell? Zack. Ciao, Fledi. Könnte ja auch ein gegnerischer Spieler sein. Man weiß es nicht. So. Spielst du Trust and Betrayal? Ich bin jetzt auch schon bei über 30 Folgen, obwohl, glaub, gestern erst... Nee, ich meine, heute kommt die 11. Folge raus. Also heute ist Freitag. Heute müsste Folge Nummer 11 rauskommen. Ich weiß, ich habe ein bisschen vor, aufgenommen. Ach komm, ich nehme jetzt mal die ganze Kohle hier mit. So. Moin. Was haben wir hier noch? Zinn. Lied mich mit. Das ist aber ein anderes Lied, oder? Das ist... Ach ne, hier steht nicht dran, für welcher Mod. Schei. Zinn, Kupfer. Habe ich, glaube... Zombies. Ah, hier oben geht es auch noch weiter. Zombie. Ne, hier ist nix. Peridot, viel Lava. Bisschen ausleuchten. Boing. Ja, ich weiß, ich kuschel gerne mit der Lava. Ich sollte mir eigentlich auch Advanced Genetics draufhauen. Dann könnte ich wenigstens das Swim in Lava gehen mir drauf packen. Und dann wäre das mit der Lava hier gegessen. Da oben war zwar noch Lied, da war ich schon mal kurz hier entlang. Creepy. Hä? Jetzt noch? Oh, Certus. Mein Näschen hat mich hier richtig geführt. Certus. Wie viel Fortune? Immer noch eins. Okay, huch. Doing. Was gibt's hier Schönes? Außer ein Zombie. Einfach mal kurz. Sticks. Ein paar Torches. So. Schaut ja schlecht aus. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also ein Rohstoff ist... Rohstoffe soll es uns hier nicht mangeln. Da drüben ist rechts von mir die Nether-Festung. Also südlich von uns. Bin schon ziemlich weit oben wieder. Das ist nochmal ein Lied.
Okay. Oh, Aluminium. Ach, das nehmen wir auch mal mit. Wohl, eigentlich brauche ich es nicht mehr. Egal, ich nehme es trotzdem mit. Ja, doch, eventuell für Herzkanister. Ich müsste mal so auf eine längere Mobjagd gehen eigentlich, um schauen, ob ich noch ein paar Herzkanister herkriege. Ich habe ja noch gar keinen. Das ist ja ein Missstand hier. Sapphire, Kupfer, habe ich glaube fast. It's time to go. Ne, da drüben ist noch dunkel. Nope, boink. Nein, scheiße, komme ich nicht. Boink. Einmal. Der war knapp. Machen wir hier lieber zu. Setzen wir die Signalfackel. Oh Gott. Das hätte ich einfach hier den hier machen und boing. So. Creeper. Ach ja, stimmt, was ich noch sagen wollte, ging in den Kommentaren. Ich habe es vorhin angefangen, bloß vergessen zu Ende zu führen. Ich kann manchen Leuten immer noch nicht die Nachricht schreiben. Darunter zählt zum Beispiel der Freddy, dem ich öfters gerne mal was geschrieben hätte. Aber dem kann ich nicht antworten. Anscheinend habe ich mir sagen lassen, dass das eine Google Plus Einstellung ist. Und dass du da irgendwie verbietest, wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber es ist halt nun mal eingestellt, dass man dir antworten kann, wenn man nicht zu deinen Kreisen oder so zählt. Google Plus hat diese lustigen Kreise und bla. Irgendwie schaut sie interessant aus. So, Appetite. Cooles Höhlenkonstrukt eigentlich. Genau, dann müsstest du das vielleicht mal bei den Google Plus Einstellungen mal nachschauen und das vielleicht mal deaktivieren, weil dann könnte ich dir auch direkt schreiben. Heißen. Und da gibt es auch noch so ein paar andere Kandidaten, bei denen das so ist. Ach, wer war denn das letztens? Den wollte ich auch schreiben. Das ist aber auch... Letztens ist gut. Das ist auch schon ein bisschen... Ah! Länger her? Wo kommst denn du gerade her? Angst? Creeper! Alter, zwei! Was soll denn der Mist hier? Der hat mir zu meinem Karten informiert mit dem Hater-Video-Gedöns, hat er mir geschrieben gehabt. Da konnte ich ihm nicht direkt antworten, habe ich aber dann mit der PN geschrieben. Okay, das hat er auch mitgekriegt. Aber ich hatte es auch schon mal, dass ich jemanden geschrieben habe per PN und der hat das eben, glaube ich, nicht mitbekommen. So habe ich das zumindest Gefühl gehabt, weil er hat, wie hieß denn der, die Elemente oder so? Weil das ist noch nicht gar nicht so lange her. Oder der Element, keine Ahnung, die Elemente wahrscheinlich eher. So. Rein grammatikalisch richtig. Hat mich nämlich beim KSL Ultimate Pack gefragt, was für ein Texture Pack das ist. Ich konnte ihm nicht schreiben, deswegen habe ich ihm PN geschrieben. Mit Link und allem drum und dran. Und beim nächsten Folge hat er mir wieder geschrieben, deswegen nehme ich mal stark an. Er hat das nicht mitgekriegt und dem konnte ich natürlich auch nicht direkt mal auf die Kommentare antworten. Sprich, es ist immer etwas schwierig, wenn das nicht funktioniert mit den Kommentaren, euch dann irgendwie zu erreichen, weil das mit dem Posteingang. Also mit den PNs von YouTube funktioniert ja anscheinend nicht richtig. Ah. Ups. Habe ich nicht richtig getroffen. Oh, war. Da rennen wir hier in den Gängen ein bisschen rum. Ist irgendwie lustig. Nicht im Nether zu sein, aber im Nether-Portal rumzurennen. Zu einer Nether-Festung rumzurennen. Ich bin fast an der Oberfläche. Your Blazes? Ernsthaft? Okay, wir sind in der Nether-Festung. Hier gibt es die Spawner. Aber. Moment mal, ist doch Regen. Nein, Moment. Ach, Scheiße, da ist so ein fetter Berg drüber. Mist, sonst hätte ich da jetzt irgendwie ein Loch reingemacht. Was haben wir da noch Hübsches? Schaut nach der Zinne aus, okay. Doing, doing. So, ich will jetzt noch kurz zum Chatpack wechseln. Weil an sich... Wie viele Kristalle hier sind. Ich habe so immer so Angst, dass es dieses Virus ist, das sich allmählich ausbreitet. Oder, hä? Nee. Nee, Kristall. Weil der schaut irgendwie so ähnlich aus, habe ich immer das Gefühl. Wenn das nämlich ein Virus ist, dann ist die Welt natürlich für den Arsch.
aber die Welt scheint nicht von dem Virus befallen zu sein. Finde ich ja ganz nett. Überhaupt, dass wir noch keine Welt mit wirklich krass negativen Effekten bekommen haben, finde ich schon sehr gut. Okay, die erste Welt hat ja, glaube ich, angeblich nur Seer, was wir hier nicht wirklich mitkriegen, weil anscheinend mit dem Quantum Helm ist uns das relativ wurscht. Kann es sein, dass es aber auf dieser Welt immer regnet? Weil ich glaube, ich habe noch nicht mitgekriegt, dass es hier nicht regnet. Das könnte vielleicht sein. Ja, okay, damit werde ich wohl zurechtkommen müssen. Dafür habe ich Dias und irgendwo geschmolzenes Kobalt. Stimmt, das muss ich auch noch nachschauen. Was das jetzt wirklich war. Das war vom Home aus gesehen Richtung Osten. Bin hier geflogen. Ich glaube, ich gehe jetzt kurz nach Hause, hole mal einen Eimer und teste mal, was das jetzt wirklich ist. So, gehen wir kurz nach Hause. Overworld. Ach, hier ist natürlich wieder Nacht. War natürlich klar. Gehen wir kurz schlafen. Ich frage mich gerade, wenn ich auf so eine Mistcraft-Welt, auf der dauerhaft Regen eingestellt ist, mal es kurz sage, Regen ausstellen, also per Cheat-Befehl. Ist dann der Regen aus? Oder nicht? Blazer ist jetzt auch da reingeschmissen. Egal, ich tue es jetzt einfach. Uran, 17. Es wird ja langsam wieder. Könnte ich ja bald wieder nachfüllen. Ich brauche ja 24. Obwohl, Moment mal, mit 1,6 habe ich es noch nie ausgetestet. Jetzt habe ich schon wieder zwei Zombie-Köpfe. Da, da. Huch. Ach du Scheiße. Ich mache hier gerade irgendwie mein Ding ein bisschen voll. Verdammt. Habe ich noch einen Eimer freien gerade bei? Da habe ich einen. Schauen wir uns das mal kurz an. Jetzt bin ich sehr gespannt, was, ob es das wirklich flüssiges Kobalt ist. Das wäre wirklich geil. Habt eine Welt voller Ardeit. Habe ab und zu ein bisschen Kobalt rumfliegen. So, was habe ich gesagt? Nach Osten. Go East. Nee. Na, Born. Ich finde die Tendril schon einfach cool aus. Bin schon nach Osten gegangen. Genau, zu diesem Huch Netherfestung. Genau, die habe ich hier gesehen. Dann bin ich da so ein bisschen entlang. Habe ich überhaupt noch genügend Energie? Ja, es geht. Also im Laufen ein bisschen. Bin ich irgendwo hier so entlang? Ich glaube, bin ich hier so rum. Bin mir gar nicht mehr sicher. Habe ich hier die Kristalle entdeckt? Genau, ich erinnere mich. Dann bin ich hier so entlang durch den Wald. Da müsste ich hier jetzt irgendwo gleich die Flüssigkeit finden, oder? Ja, da drüben sehe ich es ja auch schon. Weil ich mir zuerst nicht sicher war, was das jetzt ist. Huch. Okay, ist auf jeden Fall gefährlich. Nein, es ist Silber. Ach du Schande. Ich habe geschmolzenes Silber gefunden. Okay, auch nicht schlecht. Ich habe Silber noch nie geschmolzen, deswegen hatte ich keine Ahnung, wie das ausschaut. Gott, wie viele Löcher hier sind. Okay, coole Sache. Ich glaube, ich nehme mal so eine Runde von dem damit. Von den Kristallen. Weil ich kann im Prinzip ja auch so ein bisschen portalmäßig das Ganze gestalten. Zack, ein bisschen Kristalle. Ich glaube, so viel brauche ich nicht. Ich nehme mal so einen Ast auseinander. Wenn man das hier Ast nennen kann. So. Danke. So, und dann gehen wir jetzt wieder zurück, weil der Regen regt mich jetzt dann doch ein bisschen auf. Ist ja nur dezent leise. Huch. Boing. Hi, Skeletti. Huch. Skeletti. Ey. Na?
Ach, wieso renne ich nicht einfach hier lang? Ist doch viel bequemer.